Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video teile ich mit dir eine super simple und einfache Atemtechnik, die du nutzen kannst, um aus Emotionen wie Frustration, Ängste, Sorgen, Zweifel, Wut, Stress hinauszukommen und diese zu shiften zu mehr innerer Klarheit, innerer Ruhe und Vertrauen für dich und deinen Weg. Und für diese Atemtechnik, das Ganze machen wir jetzt gemeinsam, kannst du einfach eine Hand auf deinen Brustkorb ablegen, auf deinem Herzen, und die andere Hand auf deinem Bauch. Und wir nutzen jetzt die sogenannte Feueratmung, Breath of Fire, um Emotionen, die du während des Tages oder während deines Lebens irgendwo in den unteren Energiezentren gespeichert hast, wieder aufzuwecken und diesen Energiefluss in deinem Körper wieder anzuregen. Und wenn Energie wieder frei fließen kann, wenn du verbunden bist mit dir und deiner Atmung, dann wird dein Leben leichter, du fühlst dich innerlich klarer ausgerichtet und weißt genau, was als nächstes zu tun ist. Wir machen also gleich diese Feueratmung, die geht folgendermaßen. Du atmest gleich ganz entspannt ein und dann atmest du richtig kraftvoll und schnell durch deine Nase aus und dadurch geschieht die Einatmung von alleine. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Und dabei bewegt sich so dein ganzer Bauchraum, dein ganzer Körper, setzt Energie hier frei. Das Ganze machen wir ungefähr für 20 Mal ausatmen. Und danach, das sage ich auch an, atmest du ein und beim Einatmen, jetzt kommt das Spannende, das Interessante, spannst du deinen Beckenbodenmuskel an. Du spannst deinen Beckenbodenmuskel an, atmest ein und stellst dir dann vor und visualisierst, wie die Energie aus deinem Beckenbodenmuskel hinauf deinen Körper steigt, bis zur Spitze deines Kopfes, und dann hältst du die Atmung, solange du kannst, an und konzentrierst dich mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Fokus auf den Bereich an der Spitze deines Kopfes. Und Energie folgt immer unserem Fokus. Bedeutet also, mit dieser Atmung holen wir die Energie aus deinen unteren Energiezentren nach oben. Und somit hast du freigesetzte Energie, die du dann nutzt, die zum einen zu mehr Klarheit und Entspannung führt, die du zum anderen aber auch danach kreativ nutzen kannst. Wir machen das Ganze jetzt gemeinsam. Eine Hand Brustkorb, andere Hand Bauchraum. Ich zähle auf drei, dann atmen wir nochmal gemeinsam ein. Und dann geht es mit der Ausatmung los, ungefähr 20 schnelle Atemzüge durch die Nase aus und dann die Einatmung. Und wir machen drei ganze Runden. Alles klar, wir atmen gemeinsam ein in 3, 2, 1, einatmen und ausatmen. Einatmen und Beckenbodenmuskeln anspannen. Und stell dir vor, wie du mit deiner Einatmung die Energie deinen Körper hinauf, deine Wirbelsäule hinauf, bis zur Spitze deines Kopfes bringst. Dort hältst du die Luft jetzt an, konzentrierst dich auf den Punkt auf der Spitze deines Kopfes, in deinem Gehirn, hältst die Energie, hältst so lange du kannst, hältst, hältst, hältst. Und wenn es nicht mehr geht, atmest du aus. Einen normalen, natürlichen Atemzug nehmen, ausatmen und wir beginnen mit Runde 2, atmen wieder gemeinsam durch die Nase ein und Feuer atmen. Einatmen. Stell dir vor, wie du die Energie, die Sauerstoff, deinen Körper hinauf, deine Wirbelsäule hinauf, bis zur Spitze deines Kopfes bringst und dort die Luft jetzt anhältst. Hältst an, solange du kannst. Halt die Energie in der Spitze deines Kopfes, halt sie an. Und wenn du nicht mehr kannst, atme aus. Nimm dann wieder einen normalen Atemzug. Atme ein, atme wieder aus.
Und wir gehen über in Runde 3. Dafür atmen wir wieder gemeinsam ein in 3, 2, 1. Atme tief ein. Und Feueratmung. Atme ein. Spann deinen Beckenbodenmuskel an und zieh die Energie, den Sauerstoff, deine Wirbelsäule hinauf bis zu deiner Spitze deines Kopfes und halte dort die Energie. Halte die Energie ganz oben in der Spitze deines Kopfes, halte deine Luft an, den Sauerstoff an und halte die Energie so lange, wie es für dich möglich ist. Und wenn es nicht mehr geht, atme aus. Und erlaube dir jetzt hier loszulassen. Einmal komplett alles loszulassen, zu entspannen. Spüre deinen Körper und nimm einmal wahr, was jetzt diese 3-4 Minuten mit dir gemacht haben. Vielleicht spürst du ein anderes Körpergefühl. Vielleicht ist dir kälter oder wärmer geworden. Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass deine Gedanken ruhiger geworden sind. Du deinen Körper noch bewusster wahrnehmen kannst. Und ich lade dich dazu ein, jetzt so lange für dich noch in dieser Entspannung zu bleiben, in diesem Gefühl zu bleiben, wie du magst. Ich werde dieses Video jetzt hier gleich beenden. Sage Danke für dich, dass du hier eingeschaltet hast und lade dich dazu ein, diese Atmung zu nutzen, immer wenn du merkst, dass du gerade nicht in deiner Mitte bist. Wenn du merkst, es kommen gerade Frustration hoch oder andere Gefühle, die du nicht so richtig einordnen kannst. Und ich lade dich wirklich dazu ein, dann diese Atmung zu nutzen. Einfach während deines Tages dir bewusst 5 Minuten Zeit für dich zu nehmen, um wieder in deiner inneren Mitte, in deiner Ausrichtung den restlichen Tag zu bestreiten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal für weitere Breathwork, Meditationserfahrungen, Videos, die dich entspannen, mit deinem Herzen verbinden. Und empfehle gerne diese Atemübung weiter und teile sie mit einem Menschen, wo du glaubst, für ihn oder sie könnte das auch nützlich sein. Ansonsten bleibe gerne so lange, wie du willst, in diesem Gefühl und bis nächste Woche zu einem weiteren Video. Enjoy your soulful journey.